Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Lost Planet 3 mit eurem kleinen Kumpel. Wir sind jetzt das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir rüsten gleich mal die richtige Waffe aus. Mal gucken, was kommt. Nehmen wir die Waffe. Stehen geblieben und haben uns vorbereitet für den Lift. So, wir müssen dann da runter und wollen jetzt erstmal den Lift entriegeln. Warum wir das jetzt tun? Hier noch nicht. Ah, aber zumindest diese Fensterscheibe. Diese ach so tolle Fensterscheibe wird uns alles dann versauen wieder. An schlechte und gute Laune, die wir hatten. Weil. Ah ja, unten. Na, wir haben jetzt einfach mal eine Granate hier nur, oder was soll denn der Geiz? Gott. Thema durch. Sag ich doch, Thema durch. Gut, und dann. P wie Paula. Eine neue Granate. Da könnte irgendwas unten durch die Tür kommen. Wird es bestimmt auch gleich. Abregelung umgangen. Das sollte es gewesen sein. Sollte. Aber wir werden gleich bestimmt ein nettes Begrüßungskomitee hier oben auch erwarten. Bei diesem Fenster. Und? Gucki. Kennen wir den nicht irgendwo her? Jetzt lass auch mal gut sein hier. Oh. Oh. Okay, diesmal ist er ein bisschen energischer drauf. Alter. Ja, komm her. Friss. Komm, stirb. So. Und dann nehmen wir einfach mal die Schrotflinte wieder und wollen den ordentlich Ende in die Rübe. Oh, da ist gesessen, der Schlag. Alter. Na, komm her. Das war richtig knapp am Mund. So, kommt der. Na komm, stopp. So, das brauchen wir mal kurz ein bisschen Munition. Das ist wieder so eine Sache hier mit dieser Munition eingesammelt. Vor allem, wenn man es dann wieder nicht sieht. Wo man eigentlich hinschießt. Stirb. Alter. Und da war der Schädeldeck weg. Na, hoffentlich war es das jetzt mit dir. Weil ich kann dich einfach nicht leiden. Ach. Gut, ich liebe diese Munition. Habe ich das schon erwähnt? Gut, egal was ist, ich nehme nur noch diese Schrotflinte mit. Also ich finde was Besseres. Ah, die Schrotflinte ist schon der Hammer. Ach du Scheiße. Okay, der Sturm wird also jetzt auch immer hübscher. Alter Falter. Dann müssen wir uns mal eine Runde. Oh. Geil. Bumm, schön aufgeschlagen mit dem Gesicht. Los, schnell hoch, schnell. Und hopp. Oh. Okay, das Vieh hat schlechte Laune auf uns. Ulter. Darüber geht's auch nicht mehr. Alter, das Vieh fliegt hier unten. Also ich denke mal, ich werde jetzt gleich mit meinem Mech des ultimativen Kampfes führen. Hoffe ich. Zumindest hat es durch den Anschein. Oh! Aber nicht, wenn ich jetzt hier alle furzlang abstürze. Dann wird das nix draus. Und nö? Achso, es geht doch hier.
Okay. Also jetzt mal wieder. Nee, dann nehmen wir die andere Waffe. Meine Lieblingswaffe, genau die. Ah. Kommt her, ihr kleinen Rhabarber-Viecher. Na komm her. Ah. Komm zu Papa. Komm zu Babi. Na, ich habe für jeden eine Kugel. Natürlich habe ich das gleich mal gar nicht gesehen. Na, da war doch gerade ein Vier. Du bist in Berlin. Alter. Oh yes. So, sind wir wieder draußen. Ah. Platsch hat's gemacht mit euch Mädels. Und Jungs und Mädels. Ich würde sagen, dann haben wir einfach mal eine nette Hallo. Sinnloserweise mal so, dass es überhaupt nichts bringt. Und? Gut, freigeräumt. Ein bisschen besser. Zumindest haben wir uns damit schon mal ein bisschen Ärger vom Hals geschafft. Und nur ein bisschen. Halt, da war was. Da hatte ich ja fast die Denken vergessen. Das brauchen wir für Waffen-Upgrades oder was da geil was. So, rechts oder links? Links oder rechts? Jetzt bleibt nur die Wahl. Wir laufen natürlich in die Türe. Schade, geht natürlich nicht auf. So, dann nehmen wir die... diese Waffe hier. Du brauchst nicht abholen. Oder hab ich dich erwischt, so wie du dich zerlegt fühlst. Oh! Schon wieder ein bisschen Mistvieh. Gut, da konnte ich jetzt nichts machen. Na komm. Eins, zwei und... nicht weit weg. Drei. Yep. Oh, da hat jemand ganz dicken Mundgulli hat jemand. So, da geht's auch nicht weiter. Also dann geht's hier hoch, weil ich ja nichts Besseres zu tun habe. Oh ja. Gut, ich denke mal, das wird wohl eine Sache für dieses Teil werden. Oh, hallo, Baby. Komm, wo ist das? So nah will ich dich auch nicht kennenlernen. Komm, wo ist das? Na, daneben. Okay, dann nehmen wir halt die andere Waffe. Und jetzt wieder nachladen. Mit der Zunge habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Kommt jetzt, Baby. Stopp! Na komm. Wo schießen jetzt die zwei Dinger hin? Und jetzt Munition noch sammeln. Lala. Ja. Komm zu Papa. Ja, und drauf mit dir. Und damit wieder eine Nummer Winschung. Oh, ich liebe diese Schrotflinte. Ich liebe sie so sehr. Die ist einfach ultimativ geil. Was die mich jetzt hier schon gegen diesen Kampf ordentlich rausgeholt hat. Wow. Also Jungs, Mädels.
wenn ihr auch dieses Spiel spielt. Uns rettet nur die Schrotflinte mit dieser Splittermunition. Zumindest was gerade gegen dieses Vieh angeht. Ah ja, Seilrutsche. Und dann mal auf Vieh. Und schwing. Und rein in den Mech. Was? Missionsziel und weg damit. Da kommt der Papa. Na komm her. Ah, das muss ich jetzt nochmal machen. Außer gut drücken. Gut hat gesessen. Ah, ich drück doch die falsche Taste, Jungs. Oh, das war wieder schlecht. Los, komm her. Was ist das? Z war es ganz das Falsche. Also mit den Tasten, das ist so eine Sache. Komm her. Hä? Z. Ach, ich drück die falsche Taste, das ist nicht normal. Oh, das war nicht so gut. So. Wieder Z. Ah, jetzt bin ich mal wenig vorbereitet. Komm ran. Ja. Ah, ich bohr dir ins Hirn, du kleines Vieh. Wunderschön. Na komm her, Z-Baba. Oh, das war schlecht. Nee, das war gut. Z. Komm ran. Und nochmal schöne Gehirnbohrung machen. Oh, ja. Weiter bohren. Was machst du jetzt? Du holst jetzt etwa die ganze Anlage, oder? Doch, der zerhaut die ganze Anlage. Oh, Scheiße. Oh, das ist nicht so gut. Was haben wir denn eigentlich dann diese Hebeanlage reaktiviert? Wenn wir sonst du abstürzen. Oh oh. Oh, das ist knapp. Oh. Oh, jetzt. Oh, das sieht aus wie Dias. Okay, wir scheinen es überlebt zu haben. Das ist schon mal ein Anfang. Okay. Ist klar. Wenn ich überhaupt erstmal irgendwo fremd bin, nehme ich einen Ball und werf das Ding gegen die Wand. Ich bin Mira. Du bist hier in Sicherheit. Keine Angst. Ich bin Mira. DN3. Kann man sehen, wie man will. Ruh dich aus. Die Behandlung wirkt, aber die Wunden waren schwer. Meine Wunden? Ich bin gestürzt. Schwer. Ich müsste tot sein. Du warst das. Ich kenne dich doch. Von der Satellitenstation und der verlassenen Basis. Du hast mich dorthin geführt. Du hast es verdient, die Wahrheit über diese Welt zu erfahren. Wie lange bin ich schon hier? 12 oder 13 Tage. Was? Wir nutzen den Nektar des Planeten Vaters Forschung. Schwester, ich war schon mal verletzt. Ich hätte wochenlang ausgeschaltet sein müssen, monatelang. Nichts gegen den Nektar deines Papas, aber einer von uns hier spinnt gewaltig. Hier. Okay. Ich muss nach Hause. Mein Mech. Wo ist mein Mech?
Ich führe dich zu ihm. Aber jetzt ruh dich aus. Hör zu. Prinzessin. Wenn du mir meine Beine nicht wieder brechen willst, muss ich mal eben nachsehen. Weg ist er. Und weg bist du. Super. Okay. Wenn ich kein Gefangener bin, wo ist dann die Tür? Da ist die Tür. Ach du Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Sehr gut, Kinder. Nun öffnen wir unsere Textbücher auf Seite 42. Was uns jetzt hier erwartet, in dieser, nennen wir es mal, Stadt? Das im nächsten Part bei Lost Planet 3 mit eurem kleinen Kumpel. Ciao, Leute.